Boa noite a todos. O meu nome é Isabel Castro Silva. Eu sou a tradutora do livro Inventário de Algumas Perdas, está aqui ao lado, da Judith Chalansky, que está aqui comigo para conversarmos um pouco sobre ele durante perto de uma hora. A 10 minutos do final, teremos também perguntas dos leitores. Vou apresentar brevemente a Judith. Judith nasceu em 1980 em Greifswald, na antiga RDA. Estudou História da Arte e Design de Comunicação. Os seus livros, entre eles Atlas das Ilhas Remotas, de 2009, O Pescoço da Girafa, de 2011, e O Inventário de Algumas Perdas, de 2018, foram traduzidos em mais de 20 línguas e foram várias vezes premiados. O Inventário de Algumas Perdas venceu o Prémio Wilhelm Raabe em 2018, o Prémio Gutenberg em 2021, o Prémio Strega Europeu de 2021 e foi finalista do International Booker Prize de 2021 e do National Book Award de 2021. Como designer, a Judith é responsável pelo layout da paginação, pela escolha do papel e pelo desenho das capas de todos os seus livros, pelo menos das edições alemãs. Não sei até que ponto terá colaborado na edição portuguesa, mas iremos saber mais adiante. Desde 2013, é também editora da coleção Naturkunden, Histórias Naturais, da editora Lehmanns, onde tem publicado, entre outros, uma série de retratos de animais e de árvores, por exemplo, o ouriço cacheiro, um retrato, preguiças, um retrato, pombas, um retrato, o baobá, um retrato, etc. Vive em Berlim com a companheira, a atriz Bettina Hoppe, e com a filha de ambas. Costuma trabalhar, ou costumava trabalhar antes da pandemia, na Staatsbibliothek de Berlim. Judith continua a trabalhar na Staatsbibliothek ou já continua fechada por causa da pandemia? Nein, sie ist seit geraumer Zeit wieder geöffnet. Man muss sich ein Zeitfenster buchen und ich stelle immer meinen Wecker und weiß, jetzt ist wieder 9 Uhr, jetzt muss ich ein Zeitfenster buchen. Und heute war ein großer Tag. Ich war natürlich heute auch in der Staatsbibliothek. Heute durften die Masken am Platze abgenommen werden. Es war ein Gefühl von Freiheit. Ok, a pergunta não é inocente porque o livro, o Inventário de Algumas Perdas, tem muito a ver com toda a espécie de arquivos, ou de lugares de acumulação de conhecimento, como sejam as bibliotecas, arquivos, museus, etc. O livro, como o título indica, é um livro sobre a perda. São 12 contos, tem um prefácio muito brilhante acerca da perda, e seguem-se 12 contos onde se fala de 12 coisas que se perderam, no mundo ao longo do tempo. Estas coisas são uma ilha, o Tigre do Cáspio, o primeiro filme de Murnau chamado O Rapaz Azul, a grande parte da lírica de Safo, os 7 livros de Mani, as selenografias de Kinau, etc. O livro tem uns separadores pretos antes de cada conto, e eu penso que não vai ser possível de todo verem aí, mas está impresso em tons de preto, preto sobre preto, aquilo que se perdeu. Neste caso é o Tigre do Cáspio, e claro que estes separadores pretos são uma ilustração visual muito forte da perda e sobretudo porque se tem de fazer um esforço para reconstruir o que lá está. Estas perdas muitas vezes são um mote para falar de outras perdas. Por exemplo, o conto O Palácio dos Von Bea tem a própria autora como protagonista e fala sobre a sua infância. Além disso, os protagonistas são muitas vezes pessoas a lutar contra a perda, contra a transitoriedade, contra o medo da morte.
Um dos contos é sobre. É um longo monólogo da. Bom, passa-se dentro da cabeça da Greta Garbo e percebemos que uma coisa que se está a perder é o próprio rosto dela, porque está a envelhecer. Eu diria que há duas maneiras de lidar com a perda. Uma é evitar o mais possível pensar ou falar sobre o assunto. Outra é a via que este livro segue, que é pensar nela quase obsessivamente. Essa também é uma razão que aproxima o livro de museus, arquivos e bibliotecas. Porque, sendo um livro muito erudito, que exigiu uma grande investigação que foi feita na Staatsbibliothek de Berlim, tem semelhante com estes lugares de acumulação de conhecimento que, além de preservarem a memória, são também um enorme potencial de perda. Basta pensar, por exemplo, no incêndio da Biblioteca de Alexandria. E tudo o que seja uma grande acumulação de coisas, livros ou obras de arte, para evitar que elas se percam, para as proteger, tem um enorme potencial de perda, porque elas estão todas reunidas e podem, de repente, ser destruídas por uma guerra, por um cataclismo natural, etc. Vê também essa semelhança entre a erudição do seu livro e esta parecença com os museus e bibliotecas neste sentido. Um lugar de preservação, como é um livro, é também um lugar de potencial perda tremenda. Ja, ich fühle mich ertappt. Natürlich habe ich versucht, eine Bibliothek zu schreiben. Das war immer mein Wunsch und es ist mit jedem meiner Bücher der Wunsch, eigentlich alternative, komprimierte Miniaturbibliotheken zu schreiben und auf eine Weise so viel Weltwissen wie möglich, auf 252 Seiten unterzubringen. Mein Lieblingsbuch ist eines aus den 60er Jahren. Das heißt, es hat den besten Titel, den ein Buch haben kann. Ich sag dir alles. Es ist ein Wissenskompendium aus einer Zeit, die eben noch kein Wikipedia kennt, sondern wo tatsächlich alle römischen Konzile aufgelistet werden, die 100 scheinbar hellsten Sterne, aber auch die Zahnstellung beim Menschen oder Tierfährten. Und die wichtigsten Attentate der Neuzeit. Wenn ich nicht schlafen kann, dann blättere ich sehr, sehr gerne in diesem Buch. Der Verlust hat mir ermöglicht, also das Thema des Verlusts hat mir ermöglicht, mit lauter Sachen auseinanderzusetzen, die mich interessieren und auf eine Weise doppelt über Verlust und vielfach über Verlust nachzudenken. Also das Thema des Verlustes, was ein universales und zutiefst menschliches Thema ist. Wir alle kennen, wir alle machen die Erfahrung, dass ein Leben ohne Verlust nicht zu leben ist. Man kann es ganz, ganz vom Beginn her betrachten. Der Beginn des Lebens ist Verlust, auch der Geburtshöhle. Wir müssen sozusagen den Mutterleib verlassen, um überhaupt dem Leben überhaupt zu begegnen. Das ist ein sehr verbindendes und wir alle werden früher oder später mit dem Tod konfrontiert, der Vergänglichkeit, der schwindenden Gesundheit und so weiter. Aber das Tolle ist, und das ist mir während des Schreibens ganz doll deutlich geworden, dass der Verlust eigentlich, die Verlusterfahrung der Beginn jeglicher Kultur ist, dass wir, wenn wir einen Verlust erfahren, aus einem Schockmoment, aus der Trauer, aus einer Ohnmacht anfangen zu erzählen, zu singen, Musik zu machen, Gebete zu sprechen oder Gedichte aufzusagen und dass wir insofern Leerstellen auch fruchtbar machen können. Und dass da ein enormes Potenzial ist, gerade für
die Literatur, die mich interessiert, nämlich die Literatur, die im Grenzbereich von Fakten und Fiktionen angesiedelt ist. Ainda acerca desta questão da acumulação de conhecimentos, que é semelhante, que é uma característica partilhada entre museus e o estilo do seu livro, ocorreu-me que a obsessão pela acumulação num indivíduo, por exemplo, estou a pensar no hoarding, nos acumuladores, é visto como uma doença mental particularmente estigmatizada. Mas, no caso dos museus, e há museus que são francamente megalómanos e obsessivos, têm de recolher tudo, 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 e têm uma dimensão gigantesca, não só não é nada estigmatizado, como é um motivo de orgulho nacional. Há um lado obsessivo. Nos acumuladores, a acumulação acontece para... É uma estratégia de sobrevivência à perda. Muitas vezes são pessoas que perderam um filho ou qualquer coisa e preenchem o vazio das suas vidas com objetos, objetos, objetos. Às vezes ficam quase soterradas entre objetos. Ao passo que museus com uma escala gargantuesca como o Louvre, o British Museum, os Uffizi, também têm um pulso acumulador excessivo, mas isto não parece ser... Às vezes assenta como numa perda, mas é um motivo de orgulho. Achei que este contraste poderia ter algum interesse ou talvez iluminar a característica da acumulação de coisas, ou se calhar, não sei, se esta obsessão pela acumulação de informações sobre a perda, sobre o amor lésbico, etc., se corresponde, espero não ser uma pergunta demasiado indiscreta, se for não responda, claro, corresponde a alguma obsessão sua, alguma tentativa de acumular informações de maneira, sei lá, controlar o mundo, ou de maneira a apaziguar o medo da perda em geral? Ou seja, há uma raiz pessoal para isto? Ganz, ganz sicher, ganz sicher. Und es ist wirklich, es heißt banal, aber es hat einen großen Grund, wo wir herkommen. Und es hat einen großen Grund, ob wir gerne selber sammeln. Das entscheidend ist, ob wir aus einer Familie kommen, wo es Erbstücke gibt oder wo es keine gibt. Das ist etwas, was uns sehr prägt. Und ich sammle wahnsinnig gerne, aber ich kann auch, und ich hab so schöne Schachteln, ich kann die mal zeigen. Da oben habe ich so Schachteln, da gibt es dann tatsächlich eine Schachtel, die heißt Jugenderinnerungen, und daneben gibt es eine Schachtel Gebissabdrücke, und Jugenderinnerungen gibt es sogar Teil 2. Und natürlich sind diese Schachteln dazu da, dass sie verschlossen bleiben. Meine Güte, wer macht eine Schachtel mit Jugenderinnerung Teil 1 oder 2 auf? Das ist ja das Grauen. Das mache ich dann vielleicht, wenn ich ein literarisches Material brauche. Das heißt, die Dinge sind da, aber sie sind verwahrt. Und die Museen und die Archive sind nämlich ganz doppeldeutige Räume. Augenscheinlich wird etwas bewahrt und für die Zukunft. Gleichzeitig kann man auch sagen, Dinge werden aus dem Verkehr gezogen. Und man muss vor allem an die Sammelwut des 19. Jahrhunderts denken und auch des frühen 20. Jahrhunderts, wenn Sie die ganzen ethnologischen, sogenannten ethnologischen Sammlungen ansehen, wo halt die Europäer diesen Globus heimgesucht haben und alles mitgenommen haben, was nicht nied- und nagelfest ist. Und wir haben nicht umsonst jetzt diese Debatten und die Frage eigentlich, wo soll das hin und wem gehört es eigentlich und wem haben wir es weggenommen? Und da sehen wir ganz doll, und das kann, glaube ich, jeder, der so viele
so viele Bücher hat wie Sie und ich haben, kann das bezeugen, dass die Dinge sehr wohl zudringlich sein können. Also Dinge können einen auch vom Leben und vor allem, wenn man dazu neigt, messihaft zu sein, das ist mir nicht fremd, aber ich sortiere auch gerne aus, dass das Sammeln verunmöglicht eigentlich ein Leben. Und das kennen wir, Sammeln bedeutet nicht Leben. Und Schreiben bedeutet auf eine Weise auch nicht Leben. Und das sind sehr nachvollziehbare Kompensationsstrategien. Und Gott sei Dank habe ich beides in mir, also sowohl die Sammelwut als auch die Wut, manchmal sich von Dingen zu trennen und wieder Platz zu haben. Man kann ja nicht auf vollgeräumten Schreibtischen arbeiten. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich in die Bibliothek gehe, weil ich dort einen leeren Schreibtisch vorfinde. Referiu há pouco as coleções etnográficas e eu vi recentemente um vídeo que achei muito interessante com um discurso da Chimamanda Ngozi Adichie, que foi uma das convidadas a discursar na inauguração do Humboldt Forum, que é um museu de etnografia, onde ela fala da necessidade precisamente de devolver os artefactos, obras de arte, que estão nos museus europeus, devolvê-los aos países de origem. O discurso é muito brilhante e aponta muito bem para um ponto que eu também queria mencionar e que a Yuti também aborda de algum modo em alguns contos do livro, nomeadamente no conto sobre a ilha Taranaki, que é a ideia de que estes museus são construídos, implicam a perda da memória de outro povo. E, portanto, também esta acumulação assenta sobre uma perda, só que é sobre a perda de outras pessoas, da memória coletiva de um povo. Este é um tema que em Portugal também deveria ser premente, porque Portugal tem um longo passado colonial, de escravatura. Infelizmente é ainda uma discussão tímida, já se faz, mas é bastante abafada pela opinião pública mais alargada. Mas como a Judith aborda de passagem, por exemplo, no encontro entre o Capitão Cook e já não me lembro do nome do habitante da ilha, mas o encontro entre o colonizador e alguém que vai ser colonizado, como aborda isso, presumo que seja um tema que também seja próximo, sobre o qual já refletiu. Oh mein Gott, natürlich. Es ist so, dass ich eine große Liebe zur Entdeckerliteratur habe und dass wir wissen, dass sozusagen die Seefahrt ein geradezu libidinöses Verhältnis zur Literatur unterhält. Die Odyssee, die ganzen Weltumsegelungen, die halt Literatur hervorgebracht haben und eine bestimmte Literatur, die natürlich immer den europäisch verträumten Blick, der sozusagen das Paradies sucht und natürlich niemals unschuldig sein kann, wie kein Blick unschuldig sein kann. Und das war in dieser Geschichte die große Herausforderung, wie ich gleichzeitig diesen Blick problematisieren kann und trotzdem auch seine Schönheit feiern, und zwar die Schönheit des Hinausfahrens und eine neue Erfahrung zu machen. Und Sie haben es angesprochen, es gibt eine Begegnung zwischen einem Einheimischen und Kapitän Cook, und ich habe versucht, den Blick in beide Richtungen zu lenken und sowohl
zu sehen, was hat Cook eigentlich an, was hat er für ein vogelartiges Gesicht, was ist mit seiner Perücke, was trägt er da Komisches am Leibe. Und das kontrastieren mit dem langen einstudierten Blick, den wir sozusagen auf das sogenannte Fremde, auf die sogenannten Fremden haben, wo auch dann immer die Schattierung der Hautfarben eingeordnet werden. Und in dem Moment versuche ich zumindest diesen Blick mehrstimmig zu machen. Gleichzeitig habe ich natürlich das Problem, wenn ich über Kulturen schreibe, die weitestgehend schriftlos sind. Welche orale Erzähltradition habe ich? Und die funktionieren oft nach ganz anderen dramaturgischen Gesichtspunkten. Und wie kann ich sie trotzdem erfahrbar machen? Und das ist eigentlich der Moment, wo ich auch an die Grenze der Sprache komme oder auch die Grenze der narrativen Strukturen, die uns zur Verfügung stellen. Und wir reden ja viel über Aneignung. Darf ich das überhaupt? Und was darf wer? Und von welchem Standpunkt schreiben wir und reden wir? Und ich habe es versucht, sehr deutlich zu machen, dass ein erzählendes Ich ist, das in der Bibliothek sitzt und auf eine Weise die Gedanken in der Bibliothek schweifen lässt und mit diesen Quellen arbeitet und gleichzeitig immer wieder versucht, kleine Ausgänge aus diesem Blick einzubauen und Irritationsmomente. Aber das ist, ja. Das ist absolut wichtig. Eu passo agora para outro conto que é sobre uma perda, desta vez a perda de grande parte da lírica da poeta Safo, para dizer que foi um conto que me chamou muita atenção porque há um lado potencialmente libertador ou muito eloquente na própria perda. Eu vou ler a passagem em causa, em vez de estar a divagar, que é muito mais eloquente do que eu possa dizer. O fragmento, como sabemos, é a promessa infinita do romantismo, o ideal ainda poderoso da modernidade. E a poesia está, desde então, ligada, como nenhum outro género literário, ao vazio eloquente, ao espaço em branco que alimenta as projeções. Como membros fantasma, os pontos parecem emaranhar-se Das nas macht gar palavras. nichts. Ich weiß ja, welche Stelle es ist. Ah, não sei qual é. Não vi aqui na edição alemã, mas posso procurar. 119. Ich hab's. Ja? Ja, klar. Como membros fantasma, os pontos parecem emaranhar-se nas palavras, afirmam uma perfeição perdida. Intactos, os poemas de Safo ser-nos-iam tão estranhos como as esculturas antigas, que em tempos foram pintadas com cores garridas. Ao todo, os poemas e fragmentos que chegaram até nós, curtos, desarticulados e mutilados como estão, não prefazem mais do que 600 versos. Os cálculos indiciam que cerca de 7% das obras de Safo sobreviveram. Os cálculos indiciam também que cerca de 7% de todas as mulheres se sentem atraídas exclusivamente ou acima de tudo por mulheres, se bem que nenhum cálculo possa demonstrar se existe aqui uma correlação. A história dos símbolos apresenta alguns representantes do desconhecido. Ja, genau, weiß ich. Super. Indeterminado, do ausente e do perdido, do vazio e do nada. O zero, nas listas de cereais dos antigos babilónios, a letra X numa equação algébrica, as reticências quando o discurso é inesperadamente interrompido. Depois segue-se uma citação de um poema de Safo, que na verdade são quatro palavras soltas com muitas reticências atrás e à frente. As palavras são pastor, desejos, suor, rosas. Pois continua. A aposiopese, a interrupção do discurso, é, como se sabe, uma figura retórica que seguramente também Pseudo-Longino terá abordado naquela parte do seu tratado sobre o sublime, que
que se perdeu por causa da incúria de bibliotecários e desencadernadores. Quem para de falar, quem começa a gaguejar e a balbuciar, ou quem emudece completamente, é acometido por sentimentos perante cuja grandeza a linguagem só pode sussurrar. As reticências abrem o texto para o domínio vasto e indeterminado das sensações que não se deixam dizer ou que capitulam perante as palavras disponíveis. Mais uma citação, reticências, meu amor, reticências. Eu acho muito interessante que esta utilização de, ou aproveitamento desta perda, da perda dos poemas de Safo, como expressão da maior eloquência possível. Como diz a Judith, se os poemas de Safo tivessem chegado intactos até nós, ser-nos-iam completamente irreconhecíveis. Acho isso muito interessante. Outro ponto neste conto que também acho muito interessante é a história de duas diretoras de um colégio de raparigas que são processadas, são levadas a tribunal por atos, qual é que é a expressão? Ações impróprias e criminosas entre elas. E depois o juiz absolve-as porque chega à conclusão de que o comportamento que lhes é censurado não é sequer possível, porque onde não há instrumento, não há ato, onde não há arma, não há crime. Aqui é como se a invisibilidade a que todas as minorias são votadas, neste caso, resultasse em alguma espécie de liberdade, porque há uma ignorância tão grande em relação às mulheres, ou que as mulheres podem fazer, as relações amorosas e sexuais que podem ter, que um relacionamento lésbico nem sequer era reconhecido como tal. Achei graça a este episódio e pareceu-me também, food for thought. Ja, das ist natürlich eine extreme Auslegung der Sache, nicht uninteressant, aber ich glaube, sie macht etwas, sie macht ein Problem deutlich, was wir ganz stark haben, wenn wir uns zum Beispiel mit der sogenannten Queer-History beschäftigen, also dem Wunsch, tatsächlich so etwas wie homosexuelle Vorläufer in der Geschichte zu finden. Und das ist so ein fantastisches Beispiel, also wirklich im doppelten Sinne fantastisch, ein großartiges Beispiel, aber auch die Fantasie aufs größte anregendes Beispiel. Und ich selbst bin mit 14 Jahren und einigermaßen verwirrten Gefühlen in die Bibliothek gegangen und stieß auf Sappho und stieß auf diese Figur, die auf einer Insel, auf einer griechischen Insel, so etwas wie ein Mädchenpensionat angeblich unterhielt und das in der Dichtkunst und in der Liebeskunst diese Mädchen unterrichtete. Und das erschien mir eine unglaublich aufregende Vorstellung, gleichzeitig in die Liebe und in die Dichtkunst eingeführt zu werden. Es macht aber auch, und das versuche ich auch in diesem Text, ich versuche deutlich zu machen, wie sehr unsere Vorstellungen von Liebe und Sexualität letztendlich auch historisch determiniert sind und es komplett fragwürdig ist, den Begriff der Homosexualität, der ja auch schon wieder altmodisch geworden ist, ein Begriff und ein Konzept des 19. Jahrhunderts auf eine Figur anzuwenden, die 6000 vor Christi gelebt hat, also in einem Zeitalter, das schon an das Mythische heranreicht. Gleichzeitig gibt es etwas, das dann doch uns erreicht, nämlich die erhaltenen Verse von Sappho, wenn sie beschreibt, dass Eros, der Liebesgott, das ist auch keine gute Übersetzung, aber wenn Eros, wir wissen alles, was Eros heißt, wenn Eros uns erwischt, uns erlegt, uns anfällt wie ein wildes Tier und wir kapitulieren und die Eltern womöglich auch Ehegatten oder Kinder verlassen, um ein neues Leben anzufangen. Dieses Gefühl, was sie als bittersüß beschreibt,
Denn verliebt sein ist nicht nur schön, sondern auch schrecklich. Das ist ja ein Gefühl, was wir alle kennen. Und das ist was ganz, was unmittelbar zu uns spricht. Wir wissen nicht, in welchem Kontext dieses Gefühl gelebt wurde, in welchen Institutionen. Aber das Gefühl, das kennen wir. Und das hat mich total fasziniert. Und jede Zeit hat sozusagen Sappho neu erfunden. Und Sie haben absolut recht. Es ist sozusagen immer das Problem. Dann schaut man in die Quellen und sagt, hatten die jetzt was miteinander oder hatten sie nichts? Waren die lesbisch oder nicht? Ja, was ist überhaupt lesbisch? Was soll das in dem Zusammenhang sein, wenn die Frauen selbst sich so nicht gesehen haben oder wenn sie etwas nicht als Sexualität anerkannt haben, weil es in ihrer Vorstellungswelt gar nicht als solches angesehen wurde? Wer sagt dann, ab wann ist etwas Sex? Auch eine interessante Frage. Vielleicht noch schwieriger als ab wann ist etwas Liebe. Es ist ehrlich gesagt ein aufregendes Thema, weil wenn man alte Briefe liest und dann versucht zu deuten, my darling, was kann das alles bedeuten? Und das hat natürlich was mit der Geschichte der weiblichen Liebe zu tun, aber das hat auch mit der Geschichte des weiblichen Geschlechts zu tun, die natürlich als an sich als eine Art Lücke, als Loch, als Leere immer wieder bezeichnet wurde, als etwas, wo etwas fehlt. Und was fehlt, ist natürlich der Phallus und nichts anderes. Und insofern kann man auch das weibliche Geschlecht als eine Art Auslassungszeichen in der Geschichte begreifen. Und es war sehr, sehr spannend, diese verschiedenen Geschichten und Diskurse auch rückzukoppeln. Und dann kommt man zur Liebe, nämlich zu dem Stammeln der Liebe, wenn die Gefühle so groß sind, dass man nichts mehr sagen kann und nur noch stottert. Queria agora passar para tema central na vida da Judith, como se depreende da apresentação que fiz no início da autora, que é o livro. O livro é tradicionalmente visto como uma maneira de evitar a perda, na medida em que é um registro que fica para a posteridade, que com sorte sobreviverá ao seu autor. O livro como metáfora é também muito interessante. Alguns exemplos de que eu gosto, eu também me diria que os livros fazem parte da minha identidade, por isso também é uma reflexão que eu faço com alguma frequência. Como metáfora, os livros são muito interessantes. Por exemplo, Wittgenstein dizia que um livro que fosse realmente sobre ética destruiria como uma explosão todos os outros livros do mundo. Kafka, no conto A Colónia Penal, põe um homem condenado a ser torturado, ou antes, o castigo dele consiste em gravar a sua sentença nas costas por uma máquina infernal com agulhas de ferro, que dá a ideia de cada um de nós como livre da sua própria culpa ou do seu próprio pecado, o que não é uma ideia completamente kafkiana, nem completamente irreal, se pensarmos que é muito comum aquela ideia de, a partir dos 40 anos, todos nós temos a cara que merecemos. Acho que não é uma ideia com a qual eu concordo, mas acho que há essa ideia de que nós somos o livro das nossas culpas ou dos nossos pecados. Robert Walser, um autor de que eu gosto muito e que também traduzi, também tinha uma metáfora que eu acho que é muito que se aplica particularmente aos escritores, que é a ideia de um eu-livro, Ischbuch. Ele dizia: para mim, os esboços que produzo uma vez por outra são capítulos maiores ou menores de um romance. O romance, no qual escrevo e escrevo sem parar, é sempre o mesmo e poderia ser designado um eu-livro cortado e dissecado. Para a Judith, o livro é um médium perfeito, e fala sobre isso no prefácio do seu livro,
E, além disso, li numa entrevista sua que tentou, neste livro em particular, pôr tudo o que era importante na sua vida. Quer elaborar um pouco? Ja, natürlich wollte ich das und das will ich immer und das ist natürlich der Traum auch eines die Welt auffressenden, die Welt sich einverleibenden und gewissermaßen kannibalisierenden Buches. Also meine Bücher sind gefräßig, ganz, ganz gewiss. Sie sind aber. Und das macht sie dann doch zu zahmen Gesellen, zahmen Geschöpfen. Sie sind gleichzeitig sehr ordentlich, denn das Buch ist ein ganz ordentliches Medium. Und das ist für jemanden, der unordentlich ist, aber die Ordnung liebt, das ist eine tragische Voraussetzung, ist das Buch das perfekte Medium. Weil es ab einem bestimmten Moment immer nur darum geht, was kommt rein, was bleibt draußen. Gleichzeitig glaube ich, dass das Buch als Metapher für ein Leben nicht so gut geeignet ist. Wir neigen alle dazu, unser Leben so zu erzählen, wie die Bücher, die wir gelesen haben und bei einem bestimmten Alter dann eher als geglückten oder als gescheiterten Bildungsroman, manche vielleicht auch als ein Märchen. Also die Genres spielen eine große Rolle, wie wir unsere eigene Biografie in Narration fassen. Ich finde an dem Buch so faszinierend, dass es eigentlich zwischen Zwei- und Dreidimensionalität und letztendlich auch Vierdimensionalität, wenn man sozusagen noch die Ebene dazu nimmt, was alles passiert, wenn man ein Buch liest, dass es zwischen verschiedenen Dimensionen angeordnet ist. Es gibt was ganz Planes, Grafisches, Analoges, es gibt aber auch das Objekt und ein Buch muss viele Eingänge haben. Wir sagen immer, ein Buch ist linear, ein Buch ist überhaupt nicht linear. Ich kann hin und her blättern, ich kann dort anfangen, dort aufhören. Ich kann es sogar nach einer Seite in die Ecke pfeffern und niemand merkt es. Also das sind schon, ich finde, das Buch birgt schon hervorragende Voraussetzungen, um mit ihm eine Liebesbeziehung anzufangen und gleichzeitig intim zu werden und trotzdem die Welt zu haben. Es gibt ja auch eine große Konkurrenz zwischen Leben und Lesen. Insofern ist es, ich kann mir tatsächlich, ich denke auch nur in Büchern, ich kann mich schwer auf andere Medien konzentrieren und ich träume natürlich von dem perfekten Buch, von dem Buch, in dem es keinen Fehler gibt, in dem alles geglückt ist, in dem auch die Prägung hervorragend gelungen ist und der Buchbinder alles richtig gemacht hat. Und ich muss natürlich immer aufs Neue erleben, dass es das perfekte Buch nicht gibt. Und dann bin ich furchtbar, das macht mich immer wieder wahnsinnig. Und ich mache ehrlich gesagt, glaube ich, immer Bücher, um das perfekte Buch zu machen. Und irgendwann sagte eine Freundin zu mir, Judith, perfekt, perfekt ist doch nur der Tod. Und da fühlte ich mich ja sehr geläutert. Da hatte sie absolut recht. Leben bedeutet eben auch, und deswegen sind vielleicht Bücher, perfekte Bücher, tot und Bücher müssen ein paar Fehler haben, um lebendig zu bleiben. Eu gostaria de ler uma passagem do prefácio do livro. Eu disse no início que o prefácio era uma excelente reflexão sobre a perda. Dentro dessa reflexão, há uma reflexão muito brilhante acerca do livro, que é também uma maneira de lutar contra a perda. Eu vou ler esta passagem porque acho que aquilo que a Judith descreveu, por boa que seja a nossa conversa, o que a Judith descreveu, talvez não seja perfeito, mas está lá perto.
E eu penso que é isso que dará aos leitores ou aos espectadores uma melhor ideia do livro e vontade de sair daqui a correr depois da nossa conversa e ir comprar, porque vale muito a pena. Se quiser entender a espécie humana, como por vezes se propõe, como o órgão de arquivo do mundo de uma divindade, órgão esse que conserva a consciência do universo, Ja, jetzt weiß ich, welche Stelle es ist. Es geht então, um Organ, nicht wahr? Super. perto do final, então, as milhas de livros escritos e impressos, salvo, é claro, aqueles que foram redigidos pelo próprio Deus ou pelas suas inúmeras emanações, surgem como tentativas de fazer face a este dever vão e de guardar a infinitude de todas as coisas na finitude dos seus corpos. Deve-se, talvez, à minha parca imaginação, que o livro me pareça sempre o médium mais perfeito, mesmo que o papel, que se usa há já alguns séculos, não dure tanto quanto o papiro, o pergaminho, a pedra, a cerâmica ou o quartzo, e mesmo que a Bíblia, a antologia de textos mais vezes impressa e traduzida para a maior parte das línguas, não nos tenha sido integralmente transmitida. Um livro é um múltiplo que aumenta as probabilidades da sua transmissão ao longo de algumas gerações humanas. É uma cápsula do tempo aberta, na qual os indícios do tempo decorrido entre a sua escrita e a sua impressão ficam registados, e na qual cada edição de um texto revela ser um espaço utópico, não desprovido de afinidades como a ruína, em que os mortos falam. O passado vive, a escrita é verdadeira e o tempo suspenso. O livro pode ser muito inferior aos novos mídia, que são aparentemente incorpóreos, que reivindicam a sua herança e que disponibilizam quantidades avassaladoras de informação. E pode também ser um médium conservador no sentido próprio da palavra, que promete, como nenhum outro, ordenar o mundo, por vezes até substituí-lo. Precisamente graças ao fechamento do seu corpo, em que o texto, a imagem e a forma se fundem perfeitamente. A divisão conceptual das religiões numa parte mortal e noutra imortal, o corpo e a alma, pode representar uma das estratégias mais consoladoras para superar a perda. A inseparabilidade entre portador e conteúdo, não obstante, é para mim a razão pela qual quero não só escrever livros, como também fazer o seu grafismo. Como todos os livros, também este é impelido pelo desejo de deixar que algo sobreviva, de tornar presente o que está no passado, de conjurar o que foi esquecido, de dar voz ao que é mudo e de chorar o que se perdeu. Na escrita, nada pode ser recuperado, mas tudo se pode tornar tangível. Este volume fala assim, em igual medida, sobre a procura e a descoberta, sobre a perda e o ganho, e permite intuir que a diferença entre presença e ausência talvez seja marginal enquanto houver memória. Este é um dos melhores hinos ao livro que eu conheço, e fala também de um aspecto que eu acho muito interessante e que tenho curiosidade de saber como passou para a edição portuguesa, que é que a Judith não só escreve o livro, como também desenha a capa, escolhe a paginação, escolhe a fonte, escolhe o papel. Como foi com a edição portuguesa? Como foi a colaboração com o editor português, que é o Diogo Madre Deus, da editora Elsinor? A capa da edição portuguesa remete claramente para o último conto, as selenografias de Kinau. A Judith colaborou na feitura desta capa. Ich bin ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher. Ich weiß, es gab eine Rückfrage und es gibt eigentlich zu jeder Ausgabe Rückfragen. Der Verlag ist immer ganz streng und gibt jedem, also mein Verlag, der Suhrkamp Verlag in Deutschland, und sagt, das muss alles so gemacht werden. Und dann, es kommen oft Rückfragen und dann versuche ich gemeinsam mit den jeweiligen Verlagen Lösungen zu finden. Und das ist für viele Länder
kommt die deutsche, das deutsche Cover, was ehrlich gesagt zugegeben wirklich ein Anti-Cover ist und die Attraktivität von Grabsteinen besitzt, die durchaus ja auch da ist, aber eben etwas, etwas sehr, sehr Abweisendes auch haben kann. Also die holländische Verlegerin meinte, das sieht zu deutsch aus, das Ganze. Das ist zu intellektuell, das geht nicht. Und dann habe ich angefangen, für andere Verlage alternative Cover zu machen. So zum Beispiel für Holland. Und daraus haben sich dann so andere Sachen ergeben. Und dann wurde mir auch klar, also für Holland habe ich das Foto einer riesigen Mond, ja, eines Mondmodells aus Pappmaché aus dem 19. Jahrhundert vorgeschlagen, das mir während der Recherche zu dem letzten Text im Buch über den Weg lief. Und es ist tatsächlich so, dass der letzte Text im Buch zwillingshaft verbunden ist mit dem Vorwort. Es gibt in diesem Buch Zwillingstexte oder Texte, die mehr miteinander zu tun haben. Und so ist es auch dort. Und der Mond, der letzte Text handelt von einem Mondarchiv und von einem Besessenen, man kann auch sagen, im Englischen heißt es ja Lunatic, also die Wahnsinnigen, die sind eben mondsüchtig. Und dieser Mondsüchtige wandert. Im Portugiesischen dabei. Ist es im Portugiesischen auch so? Wunderbar. Fantastisch. Ja, im Deutschen leider nicht. Da gibt mir das Mondsüchtig, was noch ein bisschen was anderes ist. Aber das ist großartig, dass der Mond mit dem Wahnsinn verbunden ist, aber eben auch mit der Besessenheit und mit der Idee, dass alles auf Erden Verlorene dort landet. Das ist eine Stelle im Orlando Furioso, wo dieser Vorschlag gemacht wird. Und man kann den Mond natürlich auch als das Abgespaltene der Erde betrachten. Es gibt verschiedene kosmologische Theorien, die das nahelegen. Und ich meine, der Mond ist unfassbar abgegriffen als Metapher, aber er ist ehrlich gesagt, wir haben nur diesen einen Mond und er funktioniert fantastisch. Und ehrlich gesagt, ich bin sehr, sehr angetan von der portugiesischen Ausgabe und ich bin vor allem sehr glücklich, weil das weiß ich, war nicht klar in der Produktionszeit. Ich bin sehr glücklich, dass sie tatsächlich diese Trennseiten tatsächlich, wie im Deutschen auch, schwarzes Papier verwenden konnten. Es gibt andere Verlage, die dann praktisch einen dunklen Fond drucken, einen dunklen Hintergrund und darauf etwas mehr Prozent schwarz, die eigentlichen Dinge. Aber diesen Effekt schwarz auf dunkelgrau, den hat man natürlich nur, wenn man ein durchgefärbtes Papier hat. Und ehrlich gesagt, ich hätte dieses Buch nicht geschrieben, wenn ich nicht im Vorfeld klären konnte, dass das etwas ist, was in der industriellen Buchproduktion möglich ist. Das war absolut konstituierend für dieses Buch. Há uma coisa que me intriga e que tenho de perguntar. Houve e-book da edição alemã? Depois deste elogio ao livro como objeto e do seu cuidado do livro como objeto, houve e-book? E como vê esta desmaterialização do livro, a perda do corpo, do objeto em si e a existência do livro como coisa etérea. Sem cheiro. Ja, es gibt ein E-Book von diesem Buch und es gibt, glaube ich, unfassbar geringe Absatzzahlen. Und ich glaube, das sind letztendlich Germanistinnen und Germanisten, die das auch nochmal digital haben wollen, damit sie es besser durchsuchen können. Also die Durchsuchfunktion digitaler Texte nutze ich ehrlich gesagt auch gerne, aber gleichzeitig lese ich natürlich nicht digital. Ich glaube ganz ehrlich, dass die Digitalisierung zu viel schöneren Büchern führt und dass es tatsächlich etwas ist, das, ich finde auch das Wort macht es ja schon deutlich, E-Books, das sind Substitute, das sind Hilfsmittel,
die das wirkliche Buch flankieren. Aber das ist nichts, was es wirklich ersetzt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass in dem Moment uns und der Wunsch nach kuratierten Inhalten und auch eine gewisse Form von Fetischismus gerade wieder Konjunktur hat. Ich beobachte das jedenfalls. Eu relembro que a Judith poderá responder algumas perguntas dos nossos espectadores, por isso é uma questão de enviarem por mensagem. Eu acabo, só para concluir esta ideia, o e-book, o surgimento do e-book foi aproveitado para anunciar a morte do livro, mas passadas algumas décadas, aquilo que se constata é que a venda de e-books é bastante residual e que o livro como objeto venceu. Bom, enquanto esperamos perguntas de espectadores envergonhados, eu vou continuar, vou passar para outro. Ah. Ponto. Oh, da ist schon eine. Ich habe eine gesehen. Ach so. Es wird gefragt, wie ich zur Buchgestaltung gekommen bin oder Buchgestalterin geworden bin. Ich habe tatsächlich Okay. dies. Ich habe tatsächlich Já estou a ver, diese. sim. Ach so. Darf ich antworten? Ich habe tatsächlich Kommunikationsdesign studiert, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Ich habe als Jugendliche natürlich Gedichte geschrieben und hatte die Schülerzeitung und habe fotografiert und hielt mich größenwahnsinnig für begabt, was vielleicht damit zusammenhängt, dass meine Mutter immer wollte, dass ich mich auf gar keinen Fall für was Besonderes halte. Das ist was sehr DDR-typisches. Und habe mich an vielen Kunsthochschulen beworben, aber ehrlich gesagt sehr richtungslos. Da war auch Lyrik in Leipzig oder Dokumentarfilm in Ludwigsburg oder alles Mögliche, freie Kunst, angewandte Kunst und wurde überall abgelehnt. Habe dann einfach Kunstgeschichte angefangen, mochte das dann und bin ein Jahr später an der Fachhochschule in Potsdam, also an einer sehr praktisch orientierten Schule, angenommen worden und traf dort auf eine Typografie-Professorin, die mich restlos für Typografie begeistert hat. Und in diesem Studium hab ich tatsächlich meine Liebe zu den Schriften und zu der Buchgestaltung entdeckt. Ich mochte Bücher immer schon wahnsinnig gerne und ich habe immer von dem einen Buch geträumt. Und in diesem Studium hatte tatsächlich so, jetzt neige ich auch dazu, das als Bildungsroman zu erzählen. Das hatte tatsächlich einen Offenbarungscharakter, sich mit solchen Dingen wie den richtigen Abständen, Kapitelchen, Versalien, wie viel müssen die gesperrt werden, was macht ein gutes Schriftbild aus, wie muss der Grauwert sein. Das sind jetzt alles schwierige Fachtermini, aber ich habe mich begeistern können, weil die Typografie eine so unglaublich bescheidene Kunst ist und weil es eigentlich darum geht, angemessen zu sein und eine Form zu finden, die so unterstützend, so leise und gleichzeitig so richtig ist, dass sie hinter den Inhalt zurücktritt. Und das war eine unglaublich gute Schule und ist ehrlich gesagt auch eine gute Schule für das Schreiben. Also ich bin tatsächlich über das Gestalten dann wieder zum Schreiben gekommen, weil ich mich beim Setzen von vorgefertigten Texten sehr geärgert habe, wenn mir die Texte nicht gefallen haben. Und dann habe ich gemerkt, am besten wäre es eigentlich, wenn ich die Texte auch noch selber schreibe. Und bis heute ist es so, dass wenn ich meine eigenen Bücher setze
und merke, da ist ein viel zu großes Loch in einer Zeile, weil ich einen Blocksatz habe, dann schreibe ich das ein bisschen um, damit der Text besser fließt. Também li algures que cada conto deste livro foi escrito e pensado de maneira a ocupar um caderno, portanto 16 páginas. Esse é um exercício de grande virtuosismo, acho interessante. Vamos ver se surgem mais perguntas. Entretanto, aproveito para comentar outro aspecto. Inventário de algumas perdas. Ocorre-me que também poderia ser o título de uma autobiografia ou de todas as autobiografias, na medida em que as perdas nos moldam mais, ou a maneira como sobrevivemos às perdas fazem de nós aquilo que nós somos. Nesse aspecto, acho que este livro é muito autobiográfico. Também, como já referi no início, há um conto em que a Judith é protagonista e fala da sua infância na RDA. Mas este lado autobiográfico, que se o compararmos com a autobiografia que agora está mais na moda, por exemplo, a do Karl Knausgård, o escritor norueguês que escreveu um conjunto de livros que se chamam A Minha Luta, aí a autobiografia parece-me acompanhar muito o espírito do tempo, quer dizer, que no sentido em que a vida pessoal é escancarada, como acontece nas redes sociais, ao passo que no livro da Judith há uma muito maior subtileza e é muito mais discreta. Tem alguma reflexão sobre o caráter autobiográfico da sua obra hoje em dia? Ja, das ist natürlich, sind die Motive, sind die Motive, es ist auch sowas wie mein Arsenal. Man kann auch sagen, das ist ein narratives Kapital. Das wird mir mittlerweile noch viel deutlicher. Und ich merke, dass alle meine Bücher sich auch lesen können als Kompensation auf autobiografische Fakten oder auch Erzählungen. Ich habe mein erstes Buch handelte von Matrosen und es handelt von einem Mädchen in der DDR, das Matrosen liebt. Und ich habe das geschrieben und dachte wirklich, ich habe wirklich erst später, da war es schon viele Monate erschienen, habe ich auf einmal verstanden, dass alles, was meine Mutter mir über meinen leiblichen Vater erzählt hat, immer war, der konnte nicht treu sein. Und dass das natürlich die Kurzformel für die Matrosen gewesen ist, dass man den Matrosen immer der Untreue bezichtigt und dass insofern der Matrose natürlich auch ein unglaublich verheißungsvolles Bild eines Mannes, womöglich auch des abhandengekommenen Vaters sein kann, abgesehen davon, dass der Matrose eine androgyne und sehr ambivalente, in sexueller Hinsicht auch eine sehr ambivalente Figur ist. Was mir an dem Knausgård ist natürlich ein interessantes Beispiel, weil er so eben auch total besessen ist und bei ihm ja auch die Frage ist, inwiefern das Schreiben sein Leben kannibalisiert. Ich habe Knausgård nie gelesen, weil ich tatsächlich ein Problem mit, es ist ganz peinlich, aber ich habe ein Problem mit furchtbar dicken Büchern. Und ich habe immer den Verdacht, dass Männer dazu neigen, dickere Bücher zu schreiben. Aber das ist nicht, noch nicht verifiziert. Und es gibt bei dieser Art des Schreibens für mich ein Problem, nämlich diesen Wunsch nach Authentizität und das Beharren auf Authentizität. Und letztendlich ist da etwas, was ich ablehne, weil ich sozusagen gar nicht daran glauben kann, dass die Literatur etwas so beschreiben kann, wie es gewesen ist, sondern da an eine Mehrstimmigkeit und ein fortwährendes Umschreiben auch glaube.
Und insofern sind mir dann die Bücher von Annie Arnaud zum Beispiel viel, viel näher, weil sie gleichzeitig konstituiert, wie sie sich erinnert, wie sie, welches frühere Ich sie damals gewesen ist und natürlich auch die soziologischen, gesellschaftlichen Zusammenhänge nicht ausblendet, sondern sie überhaupt erst erfahrbar macht. Und insofern mich interessieren viel mehr sozusagen Wortschätze, Speicher von bestimmten Disziplinen, von bestimmten Leben auch. Mir wird dann klar, dass in der DDR der Vater auf eine Weise doppelt problematisch war, weil Gott quasi abgeschafft wurde, weil ich erst spät kapiert habe, was Engel sind und auf einem Bild einen erwachsenen Menschen mit Flügeln nicht deuten konnte, nicht als Engel deuten konnte. Also eine große Gottlosigkeit, die man natürlich auch als Vaterlosigkeit sehen kann. Mir gefällt dann vielmehr das offenere, mehrstimmige Schreiben und ein total verdichtetes Schreiben. Ich mag es gerne komprimiert. Jetzt haben wir ganz viele Fragen zur Buchgestaltung gekriegt. Antes dessa surgiu uma da Joana Tomasi, também ela escritora. Pergunta Judith, enquanto escritora, também a leitora, o que procura nos livros que lê? Lehrerin oder Leserin? Leserin, ne? Leserin. Genau, Leserin. Was ich in den Büchern, um Gottes Willen, natürlich Inspiration, ich suche ein Du, ein Gegenüber, ich suche Zerstreuung, Aufregung und ich will immer, immer, immer was lernen. Also ich will was erfahren. Es gibt ja Menschen, die lesen gerne, weil sie das ausgedrückt haben wollen, was sie schon kennen und sich daran erfreuen können, dass es jemand anderes so wunderbar auf den Punkt bringen kann. Ich gehöre nicht zu denen. Ich möchte immer etwas erfahren und kennenlernen und wissen, was ich vorher noch nicht wusste. Das ist ja das Tolle. Mit Lesen kann man sich sein ganzes Leben weiterbilden. Temos mais uma pergunta de Anton Sanka. Como vê a diferença entre a edição de capa dura e a edição de capa brochada? Por exemplo, Hermann Hesse recusou completamente que os seus livros fossem livros de bolso, porque para ele os livros certos tinham de ser de capa dura. Os dois livros, tanto a edição alemã como a edição portuguesa, são de capa dura, de facto, o livro da Judith. No livro de bolso não se perde qualquer coisa da arte do livro, porque nesse caso a única preocupação é uma preocupação comercial. Was ich schlimm fände, wäre, wenn es meine Bücher nur als Taschenbuch gibt. Ich achte sehr darauf, dass sie immer auch in gebundener Form erhältlich sind, lieferbar sind. Und ich finde nicht, also es gibt natürlich die Originalausgabe und das andere ist sozusagen wie eine, es ist eine Hilfsausgabe. Und es ist tatsächlich so, wenn ich auf Reisen bin, greife ich auch gerne zu einem Taschenbuch, weil es nicht so schwer ist. Und ich finde, es hat absolut seine Berechtigung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch einen demokratischen Aspekt gibt, dass für viele Menschen eigentlich nur Taschenbücher erschwinglich sind. Und ich habe natürlich dafür gesorgt, dass die deutsche Taschenbuchausgabe ähnlich schön wird. Sie hat auch ein schönes Einbandmaterial, aber sie hat tatsächlich dann nur grauschwarze Seiten. Und das kann das Schöne ist, man sieht, solange es sozusagen das Original gibt, sieht man auch, was der Unterschied ist. Und man sieht, was eben den Unterschied macht zwischen 24 Euro und hier sind es
12 Euro, das ist einfach die Hälfte. Und das hat was, dazu kenne ich natürlich auch zu sehr den Markt, was absolut seine Berechtigung hat. Und ehrlich gesagt, ich mag, was ich an Taschenbüchern gerne mag, ist den flexiblen Einband. Und ich mache in meiner Reihe bei den Naturkunden sehr gerne auch Bücher, richtige Originalbücher, die aber dann einen Leinenband haben, der zum Beispiel flexibel ist, was sehr angenehm in der Hand liegt. Ich finde, dass man nicht so dogmatisch sein sollte. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, als zu Hermann Hesses Zeit war praktisch das Taschenbuch das, was heute das E-Book für uns ist. Also es ist nochmal, muss man wirklich auch im historischen Kontext betrachten. Entretanto, esgotámos o nosso tempo. Cabe-me a mim agradecer à Judith por esta conversa. Foi uma honra conhecê-la e poder falar consigo ao vivo. Gostaria também de agradecer ao Goethe-Institut por acolher esta conversa, também por ter subsidiado a tradução do livro. E agradecer também ao Diogo Matradeus, que é o editor português que teve a audácia e o bom gosto de publicar a Judith cá em Portugal, e agradecer a todos aqueles que estiveram a assistir à nossa conversa e sobretudo àqueles que a seguir irão comprar o livro. Obrigada e boa noite a todos. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie, Frau Wills. Vielen Dank.